Guten Tag, liebe Snowsport-Leserinnen und Leser. Ich freue mich heute, die Nachwuchsringerin Annabella Vogt von der SG Weilimdorf zu einem Snowsport-Interview begrüßen zu dürfen. Neben einigen weiteren Erfolgen in ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn konnte sie sich in diesem Jahr den ersten Platz bei der Deutschen Ringmeisterschaft im freien Stil sichern. Und das war nicht das erste Mal. Doch vorab möchten wir von dir, Annabella, wissen, wie bist du überhaupt zu dieser Sportart gekommen und seit wann ringst du denn bereits? Also ich ringe, seitdem ich 6 Jahre alt bin, und ich bin dazu gekommen, weil mein Papa hat mich mit ins Ringertraining genommen. Und am Anfang war ich zwar nicht so ganz begeistert davon, aber nach einer Zeit habe ich es dann irgendwie doch toll gefunden und dann wollte ich unbedingt da bleiben. Eingangs habe ich ja bereits erwähnt, dass das nicht dein erster Meistertitel war. In welchem Alter hast du denn das erste Mal bei einer deutschen Meisterschaft teilgenommen und was waren denn für dich deine bisher größten Erfolge? Also 2016 war meine erste deutsche Meisterschaft, da bin ich auch deutsche Meisterin geworden und das war also somit mein erster großer Erfolg. 2017 bin ich dann Vizemeisterin geworden und nach der Vizemeisterschaft wollte ich halt dann schon wieder einen deutschen Meistertitel haben und dann bin ich dieses Jahr nochmal deutsche Meisterin geworden. Kommen wir auch gleich zur deutschen Meisterschaft 2018. Wie hast du denn deine Chancen vorab eingeschätzt und wie gut kennt man denn seine Gegner durch die langjährige Wettkampferfahrung, die du nun mittlerweile schon hast? Also man kennt seine Gegner schon ziemlich gut. Man weiß auch, wer ungefähr in welchem Gewicht ringt und wer zur deutschen Meisterschaft kommt. Auch schon von den Kaderturnieren, die Anfang des Jahres stattgefunden haben. Und dann ist ja auch schon die Meldeliste eine Woche vorher draußen. Und ja, dann... Man kennt die Gegner schon ziemlich gut, weil man weiß ja auch, wie wer tickt und wie wer ringt. Und dann schaut man noch im Internet, vielleicht findet man noch ein paar Kämpfe und schaut dann so die Taktik von dem und dem Ringer an. Und wenn du dich dann schon vorher so informiert hast, wie gut hast du dich dann eingeschätzt oder wie hast du deine Chancen eingeschätzt? Also ich habe mir schon ein sehr hohes Ziel gesetzt. Also klar, der deutsche Meistertitel ist immer das größte Ziel und eine Medaille halt auf jeden Fall. Also das wollte ich schon sehr sicher, eine Medaille haben. Ja, das war Zielsetzung und meine Einschätzung war halt auch schon sehr weit oben so auf dem Treppchen halt. Und wie war denn dann deine Reaktion nach dem finalen Kampf? Wie hast du deinen Sieg gefeiert? Also ich habe mich halt sehr gefreut und auch es waren noch viel von meiner Familie da und dann sind wir abends essen gegangen im Restaurant und haben dann mit dem ganzen württembergischen Team so die Erfolge gefeiert. Das hört sich doch auf jeden Fall schön an. Im Sport gibt es natürlich auch immer Höhen und Tiefen. Gibt es denn ein Vorbild, dem du nachgehst und was spornt dich denn an, immer weiter zu trainieren? Also ich habe 3 Vorbilder, das sind Helen Maroulis, Aline Falken und Nina Hemmer. Und ich bewundere die einfach dafür, wie sie ringen und wie viel Ehrgeiz und wie viel Motivation sie ins Ringen stecken. Ja, und mich motiviert es halt zu sehen, wenn ich Bilder sehe von Leuten, die gerade einen Titel geholt haben, also international einen Bronzetitel, Silbertitel oder halt schon die Goldmedaille und dann die Bilder mit der deutschen Flagge, die motivieren mich halt sehr stark. Und auch mein Verein, mein Trainer, die Familie, meine Freunde, alles spornt mich halt an. Gab es denn auch schon ein Tief, das du erleben musstest während deiner sportlichen Laufbahn? Also ein richtiges Tief ist eigentlich noch nicht. Außer halt den gängigen Verletzungen. Ja, sonst. Also ein paar kleine Verletzungen, aber sonst eigentlich. Das ist doch auch sehr schön. Welche sportlichen Ziele hast du denn für deine weitere Zukunft und kannst du dir vorstellen, auch vielleicht deinen Beruf dann später damit zu verbinden mit deinem Hobby? Also jetzt fürs nächste Jahr habe ich mir die EM-Quali vorgenommen. Also einfach so auf die EM zu kommen und dann vielleicht mal auch zur Olympia zu gehen. Also Olympiasiegerin und also es ist jetzt halt schon mein größter Traum und ich hoffe, dass auch mal in Erfüllung geht. Und beruflich, wie sieht es da aus? Könntest du dir vorstellen, das zu verbinden? Also so vielleicht, dass ich schon noch sehr lange ringe, aber jetzt nicht als Hauptberuf oder so. Okay. Ja, dann wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg, dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Klicken Sie rein www.snowsport.de.